einst Häuser standen, sieht's nun aus wie zerbombt. Wer lässt sowas zu, erlaubt, dass es dazu kommt? Wo sind all die Menschen? Die Straßen sind leer. Zeichen von Leben gibt es längst nicht mehr. Die Kirchenfenster vernagelt und dicht. Nirgends Erleuchtung, keine Gnade, kein Licht. Verlassen vom Glauben, von Pfaffen, vom Kreuz. Kein Bischof zeigt Reue, niemand bereut's. Nur Trümmerlandschaft so weit, wie man sieht. Im Jahr 75 nach dem furchtbaren Krieg. Die Kirche, die reckt sich im Trotz himmelwärts. Kein Triumph, sondern Ohnmacht, für die Menschen bleibt Schmerz. Sicherheitspersonal parkt ganz in der Nähe. Wer tritt dem Allmächtigen hier auf den Zeh? Wer rüttelt an Säulen im heiligen Zorn? Wer fügt sich da rein, gibt sich selber verloren. Mannheim zerstört, nur ein Trümmerfeld bleibt. Wer die letzte Notiz nun ins Kirchenbuch schreibt, abgehakt die Geschichte, genauso der Ort. Wer nennt die Schuldigen nicht mal mit einem Wort? Nur Trümmerlandschaft so weit, wie man sieht. Im Jahr 75 nach dem furchtbaren Krieg. Die Kirche, die reckt sich im Trotz himmelwärts. Kein Triumph, sondern Ohnmacht, für die Menschen bleibt Schmerz. Kein Feuer, kein Erdbeben, weder Stürme noch Flut. Die Natur zeigt nicht immer gnadenlos ihre Wut. Der Mensch kann zerstören ohne Bomben, Krieg und Hass. Treibt ihn nur Gier zur Vernichtung mit Spaß. Zerstören das Werk einer gierigen Brut, mit Absicht geplant. Sie weiß, was sie tut, die sich selbst christlich zu nennen sich traut. Abgeräumt alle Gräber und die Stille schreit laut. Nur Trümmerlandschaft so weit, wie man sieht. Im Jahr 75 nach dem furchtbaren Krieg. Die Kirche, die reckt sich im Trotz himmelwärts. Kein Triumph, sondern Ohnmacht, für die Menschen bleibt Schmerz. Lass die Kirche so stehen, verrammelt, versperrt, als Mannheimer Mahnmal der Erinnerung wert. Dem Vergessen entrissen, zum Gedenken bewahrt, wo man trauert mit Würde, Heucheleien sich spart. Wo
man Einsichten findet, zu begreifen begehrt, der Frage nicht ausweicht, wie lang Ewigkeit währt, wo die Sinnsuche endet, weil doch jeder Sinn fehlt, geht es nur um Profit und nichts anderes zählt. Nur Trümmerlandschaft, so weit wie man sieht, im Jahr 75 nach dem furchtbaren Krieg. Die Kirche, die reckt sich im Trotz himmelwärts, kein Triumph, sondern Ohnmacht für die Menschen